Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Minecraft. Im letzten Part waren wir kurz in dem Nether und haben sehr viel politischen Kram geredet. Und jetzt fängt es wieder zum Gewittern an. Nein, nicht schon wieder. Ach man, jetzt habe ich mich schon so sehr gewöhnt, dass die Sonne scheint und dann fängt es hier wieder zum Gewittern an. Jedes Mal das Gleiche. Mann. Ist echt schlimm. So, dann pflanzen wir ein paar Säpplinge, dass wir da wieder neues Holz reinkriegen. Weil wir brauchen ja das Holz für unser Haus da oben. So, und was könnten wir denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten versuchen, wir haben hier einiges an Bruchstein übrig. Wir könnten vielleicht, weil so wie es gerade aussieht, gefällt mir dieses Haus nicht allzu sehr. Wir müssen da ein paar Optimierungsarbeiten machen. Zum Beispiel hier. Ja, hier kommt man überhaupt nicht hin. Aber trotzdem habe ich da sowas hingebaut. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man hier so ein Dach bauen. Ja, vielleicht so ein Dach aus Stein. Dann bauen wir in diesem Part quasi das Dach. Und zwar vielleicht aus Stein hier hoch. Genau, ich mache das jetzt einfach mal. Wir haben hier einiges an Cobblestones übrig. Und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt hier erstmal hier mit dem ganzen Cobblestone hier ein paar Stufen. So, jetzt haben wir wahrscheinlich etwas zu viel Stufen. Aber wir werden schon sehen, wie viel wir davon brauchen. So, das Gold lage ich mal hier rein. Ach, da haben wir ja auch noch Cobblestones. Mein Gott, so viel Cobblestones haben wir. Wahnsinn. Eigentlich könnte ich das Ganze mal benutzen. So, also, wir fangen an mit dem Dach. Und zwar, nein, so nicht. Das fängt schon mal super an. Vielleicht der erste Block ist verkackt. So, dann bauen wir hier erstmal hier. So, da haben wir noch Eichenholz übrig, das trifft sich ganz gut. Dann können wir das hier benutzen, um hier weiter zu bauen. So. Wow, ich finde es faszinierend, dass wir genau da hinkommen, wie ich es gerne hätte. Dass wir hier wirklich weiter die Treppe bauen können. Das ist schon cool. Also da habe ich wirklich gute Arbeit geleistet. Auch wahrscheinlich war es eher ein Zufall als gute Arbeit, aber okay. Okay, man muss sich ja auch mal selber ein bisschen loben, ne? Solange es nicht so häufig wird, weil sonst wird man zu einem Donald Trump. Okay, dann schauen wir mal an, wie es dann aussieht von draußen. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Jetzt, wenn wir da noch so eine Spitze hin machen, dann haben wir ein ganz ordentliches Haus. Ist bloß die Frage, ob man da überhaupt noch hochkommt. Das wird mir jetzt... Nein, wir kommen da nicht hoch. Verdammt, okay. Dann muss ich was einfallen lassen. Dann mache ich hier die Treppe weg. Und diese Fackel auch. So, dann brauche ich mal kurz einen einzigen Birkenstamm oder vier in dem Fall. Dann machen wir das so. Und dann müsste das doch eigentlich auch so gehen, dass wir hier... Nein, wir kommen da immer noch nicht hoch. Super. Okay, dann mache ich es eben so, dass ich da die Treppe hinbaue. So nicht. Nee, so gefällt mir das nicht. Das muss anders sein. Ich hätte es gerne so, aber... Ach, verdammt. Okay, machen wir es eben so. Ich hoffe, das passt jetzt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, wobei doch, so hätte ich es eigentlich schon gerne gehabt. Aber irgendwie... Ach, okay. Wir machen das jetzt ganz anders. Pass auf, wir machen das jetzt ganz anders. Auch wenn es wahrscheinlich von unten total dämlich aussieht.
Das muss ich dann selber dann später entscheiden, aber Martin, naja, gut. Ja, da muss ich was umbauen. Das funktioniert so nicht. Wir machen das jetzt anders. Pass auf, wir machen da jetzt die Dinge hin. So, dann haben wir hier schon mal das da. Und dann machen wir hier dieses Dach weiter. Und jetzt kommt gleich Gewitter. Das ist immer das Gleiche. Immer wenn ich hier irgendwas draußen machen will, kommt Gewitter. So, jetzt werde ich gleich vom Blitz erschlagen. Bam, bam, bam. Okay, und jetzt hier. Oh Mann, Entschuldigung, dass ich hier so aufs Räuspern muss. Keine guten Bedingungen, um ein Dach zu bauen. Hier mitten bei diesem Pisswetter. Ich hole mir noch eine Erkältung. Naja, gut, ich habe schon mal mit Corona draußen gearbeitet, also da sollte es ohne Corona besser laufen. ja. Habe ich keine Eichen mehr? Fuck, keine Eichen mehr. Habe ich nicht irgendwo Eichen noch übrig? Naja, ich muss mir da was einfallen lassen wegen der Treppe, weil so gefällt es mir überhaupt nicht. Eichenstamm, perfekt. Perfekt, genau da muss es sein. Die armen Schweine tun mir leid, die werden die ganze Zeit nass, werden vom Blitzen irgendwie geweckt. Die haben kein schönes Leben. So, okay, und jetzt. Aber es wird sich bessern. Irgendwann haben sie schon ein schönes Leben. Spätestens dann, wenn ich sie gepaart habe. Massentierhaltung halt, ne? da, dann da. Das sieht dann ganz gut aus am Ende. Hä? Okay, das sah gerade komisch aus. War nur ein Bug. Okay. Ja, dann haben wir jetzt die Bedingungen geschaffen, um das Dach hier fertig zu bauen. So, ja, und ich bräuchte mal wieder ein Thema. Im letzten Part haben wir ja sehr viel über Politik gequatscht. Weiß nicht, ein paar Leute ging das vielleicht sehr nahe, vielleicht ein paar Leute überhaupt nicht nahe, vielleicht ist ein paar Leute das auch egal. Jedem das seine. Ja. Aber bitte tut mir den Gefallen, jetzt kennt ihr ja meine politische Meinung. Tut mir bitte den Gefallen und denkt jetzt deswegen nicht schlechter oder besser über mich, weil, ja, das ist eben Politik, weil jeder sollte eben das denken, was er meint. Oh ne, das sieht nach Gewitter aus. Es wird immer dunkler. So, eigentlich könnte man da noch so Steindinger hinbauen. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Ich zeige es euch mal kurz. Halt solche Dinger da. Ja, dass da vielleicht nicht doch noch irgendwie ein Blitz einschlägt oder sonst was. Na, verdammt, ein Ding fehlt. Na, sowas nervt mich. So. Bam. So, über was können wir denn jetzt reden? Ich will jetzt mal weg von diesem politischen Gefasel da von mir.
was ein paar Leute vielleicht auf die Nerven gehen könnte. Über was können wir denn reden? Ich kann euch ja ein paar Erfahrungen geben, die ich so in meinem Leben erhalten habe. So, ich habe ja mal eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht, die ich dann abbrechen musste. Und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, was mir damals so passiert ist. Ohne natürlich Namen zu nennen, weil sonst könnte ich ein Problem bekommen. Ich habe in einer Firma nahe meines... Okay, das sieht eigentlich... Ich komme später zu sprechen darüber. Aber ich überlege gerade, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, irgendwie sieht diese... Das Dach sieht mir ein bisschen zu schlicht aus. Moment, ich habe eine Idee, aber ich glaube, da brauche ich Erde dafür. Pass auf. Machen wir es mal so, dass ich hier... Wir kommen gleich zu dem Thema zu sprechen. Vorher möchte ich noch was ausprobieren. Ich glaube, so sieht es besser aus. Ich glaube, ja, so sieht es viel besser aus. Dann sieht das Dach nicht so kurz aus. Ja, so mache ich es. Okay. Dann mache ich noch schnell das Dach fertig und dann richten wir das Haus ein bisschen ein, dass es innen auch etwas besser aussieht. Ach ja, und übrigens, ich erinnere euch an ein paar 220. Naja, ich habe da immer noch zu wenig Abstimmungen. Also wenn ihr wollt, dass wir weiterhin auf, also wenn ihr wollt, dass wir auf friedlich spielen, dafür mehr Zeit haben, um über gewisse Themen zu reden, dann stimmt auf meinem Kanal ab. Ich habe da eine Abstimmung offen. Bisher hat noch keiner abgestimmt. Also es wäre cool, wenn ein paar von euch da sich noch melden würden, weil sonst entscheide ich, wie es weitergeht. Und ja, jetzt kann ich ein bisschen über meine Zeit erzählen als Steuerfachangestellter. Also ich habe angefangen als Praktikant in der Firma, ich sage jetzt mal, ich nenne die Firma mal F. Ja, in der Firma F. Hat jetzt nichts mit dem echten Namen zu tun, ich nenne sie einfach mal F, ja. Der wahre Anfangsbuchstabe ist ein anderer, aber ich sage jetzt mal F. So, Firma F. Habe ich angefangen als Steuerfachangestellter und ja, ich habe da zuerst ein Praktikum gemacht. Und im Praktikum, ich muss dazu sagen, ich habe vorher, oh Gott, da muss ich ein Riesenhaus, ich glaube, da muss ich wirklich sehr viel quatschen, bis ich das, wenn ich das genau erzählen will. Und mir geht langsam die Spucke aus. Also ich glaube, das Thema hebe ich für den nächsten Part auf, weil da muss ich wirklich sehr viel erzählen und das geht mir richtig nahe. Und ich habe schon ein Thema erzählt, was mir schon recht nahe ging in dieser Aufnahmesession. Und ich glaube, das lasse ich erstmal. Ja, dann heben wir uns das für den nächsten Part auf. Die Firma F. Weil ich merke schon, meine Stimme gibt langsam den Geist auf. Ja, habe ja schon im letzten Part sehr viel gequatscht. Und ja, ich muss mich ein bisschen entspannen, was das angeht. Ja, dann heben wir uns das für den nächsten Part auf. Dann erzähle ich euch da meine Erfahrungen dazu. So, der wievielte Part ist es eigentlich? Ich glaube, Part 117 ist es jetzt. Ja, also ihr habt noch drei Parts Zeit, darüber zu entscheiden, wie es dann weitergeht mit diesem Let's Play. Ansonsten entscheide ich darüber. Und okay. Da fehlt noch so ein Ding. Kleinen Moment. Warte mal kurz. Ist es besser, wenn es so bleibt oder wenn ich es so mache aus Stein? Dann sieht halt das Holz ein bisschen komisch aus. Diese Holzfassade. Was ist besser? Ich glaube, ich mache die Holzfassade so, wie sie
Na, da unten habe ich es jetzt auch schon. Wie mache ich es mit der Holzfassade? Kann ich da eine Treppe hinbauen? Nein, das funktioniert nicht. Ah, ich mach's einfach so, wie es ist. Keine Ahnung. Ich mach's in der Fassade rein. Genau, da müssen wir das hier entfernen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gut, die Fassade, ich weiß nicht. Was können wir mit der Fassade machen? Die Fassade sieht jetzt ein bisschen abgeschnitten aus. Oder wollen wir es doch mit Fassade machen? Sieht es vielleicht doch besser aus mit Fassade? Machen wir einen kurzen Vergleich. Das ist eben Minecraft. Man muss da ein bisschen rumprobieren, bis man ein gescheites Kunstwerk dann hat. Machen wir das mal mit Fassade. Ich weiß nicht, dann sieht das Dach ein bisschen uneben aus. Ach, ich mach's ohne Fassade. So, jetzt habe ich mich entschieden. Weil wenn wir ein seriöses Dach haben wollen, dann muss die Fassade auch weg. So, und das ist eben jetzt der Sinn der Sache, dass wir mal ein seriöses Dach haben. So, nicht so ein Kindergarten-Mumpitz, den ich sonst immer mache. Ja, das lassen wir jetzt so. Auch wenn die Fassade jetzt abgeschnitten ist, das ist eben dachbedingt, dachbaubedingt gewesen. So, so erklären wir das jetzt. Gut, dann machen wir das jetzt auf der Seite auch. Ja, wir müssen hier auch so das Ding entfernen, dass es passt. Uah! Oh Gott, jetzt wäre ich fast unten in den Abgrund gestürzt. Meine armen Knie, meine armen Knie. So, also wir müssen das hier erstmal entfernen. Na komm. Do it. Do it. Do it. Und unser Dach ist fertig. Ja, ergänzt sich doch ganz gut mit dem Haus, was wir da oben gebaut haben. Ja, jetzt hier noch. Ah, schöner Screenshot. Da wird sich die Janka freuen, so einen Screenshot dann zu haben. Ja, hier. Für den Zukunfts-Janka, der einen Screenshot für diesen Part erstellen muss.
Grüße gehen raus. ja. Ja, und das ist die dunkle Höhle hier unter unserem Lager, ja. Und unter unserer Heimat-Dingens. Und hier sieht man sogar den Erdblock, den wir hier so künstlich errichtet haben, dass wir hier die Aussichtsplattform haben. Ja, passt nicht so ganz rein, wenn ich es von außen sehe. Vielleicht sollte man die Erde hier ein bisschen mit normalen Steinen noch verzieren, dass es auch realistisch aussieht. Ja, nur der Erde hinbauen sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. ja, wir könnten ja theoretisch, wenn wir das dann haben, könnten wir diese Höhle unten nutzen, um so eine Art Aufzug nach oben zu bauen, dass wir hier viel leichter hier runterkommen. Und dann machen wir hier aus diesem Haus hier ja, unser Holzsammelcamp und unser Tierfang, whatever, Tierzucht, whatever, ja. Gut, jetzt schauen wir uns mal nach, wie wir das innen ein bisschen besser bauen können, unser Haus. Ja, mich stört ja hier diese Treppe hier, die wir da errichtet haben. Irgendwie müssen wir das anders regeln. Irgendwie müssen wir das anders regeln. Ja, toll. Also so wie es hier ist, da kann ich mir diese Wand ja eigentlich sparen. Ich reiß die mal ab. Jetzt tun wieder die Vögel zwitschern. Das ist immer das Gleiche. Entweder das Weltuntergangswetter oder die Vögel zwitschern. Alter, ich habe gerade ein Zischen gehört. Ich denke mir gerade, Creeper, ist that you? Aber ich spiele hier auch friedlich. Es darf hier keine Creeper geben. Trotzdem zischt es hier. Strange. So, okay, wie machen wir das jetzt mit dieser Treppe hier? Ja, Wie machen wir das mit der Treppe hier? Vielleicht könnte man hier so eine Art Treppenhaus bauen, aber dann, nee, das sieht dann man von außen, das soll schon hier drin sein. Vielleicht kann ich das hier irgendwie abgrenzen. Ich habe hier noch ein bisschen Eichenholz übrig. Da müsste ich allerdings diese Truhe hier entfernen. Entfernen wir hier diese Truhe, dann machen wir hier so eine Art Trennwand. So, na, die Tür sollte hier doch vielleicht eher mittig sein. Dann reißen wir das hier schnell ab. Machen hier dicht. Ach verdammt, jetzt passt das vom Fenster her nicht. Ach Gott, das habe ich falsch platziert. Okay, das muss dann nochmal weg später. Kein Problem, ist ja eh nur Holz, kriegt man eh schnell weg. So, pass auf, das machen wir jetzt mal so, dass wir hier dann hier die Tür haben und dann bauen wir hier das Treppenhaus hin. Von mir aus können wir hier die Fenster schließen, dass wir da... Oh, ne, die Fenster lassen wir. So. Ich reiß das jetzt mal alles ab, dass ich da besser planen kann. Achso, jetzt habe ich volles Inventar. Super. Blödes Kies, braucht keiner. Ah, ich lagere mal das Zeug rein, was ich nicht brauche. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir müssen ja ins Niedrige gehen. Ja, so niedrig auch nicht. So niedrig, dass ich mich verletze, auch nicht. Okay, pass auf, wir machen das jetzt so, dass wir hier eine Halbdingens bauen. So eine Halbstufe. Da
kommt man hier auch besser runter. So. Gut, dann kann man hier noch so ein... Ist es bloß die Frage... Warte, wie... Ist es bloß die Frage? Ich probiere es einfach, ne? Also, man muss ja auch ein bisschen probieren in Minecraft. Sonst kommt man ja zu gar nichts. Also, wo sind meine... Da. So, machen wir so, dass es... Nee, das sieht doof aus. Wir müssen, ach, wenn ich das so mache, dann kommt man nicht runter. Pass auf, dann lasse ich das mit diesem halben Ding. Ist da gerade ein Schwein gestorben? Nein. Mensch, die Schweine. Das machen mich schon Schweine nervös. mein Weichei-Faktor steigt immer weiter. ja. Pass auf, wir machen das ist einfach so. 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 Ach, jetzt kommen wir da nicht gescheit hoch, oder was? Was ist das hier? Weg mit dir. So. Dann. Warte, so. Ach so, nee, jetzt ist hier die Dinge im Weg, okay. Dann machen wir es eben so. Dann sind wir hier genau oben. Ach, diese blöde. Ach oh Gott, diese. Ach, Mann. Warum bist du da? Du störst, du. Du Dach, du. Ach Mann, ey, das sieht alles so dann am Ende doof aus, weil ich direkt am Dach bin. Hab acht, baut das Dach. Nee, es sieht doof aus. Ich sehe es jetzt schon vor mir, wie das aussieht. Einfach nur dämlich. So, so. Wie sieht's von unten aus? Ja, dachte ich mir, dieses Ding hier, das sieht einfach nur dumm aus. Das muss weg. Ach Mann, ey, das sieht alles so bescheuert aus. Kriegt man das nicht besser hin? Die Frage ist wie. Warte, was ist, wenn ich hier früher nach oben gehe? Dann müsste das ja eigentlich passen. Probieren wir mal, gehen wir mal gleich hier hoch. Also, was ist das jetzt hier? Weg mit dir. Ah, jetzt sind wir hier im Weg. Okay, letzten Endes führt es zum gleichen Mist, dass ich dann da. Ach Mann, ey, dieses Dach hier. Ich muss. Wie mache ich das jetzt am besten? Das muss doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt mal im Ernst, es kann doch nicht so schwer sein, dieses doofe Dach da zu bauen. Dieses Treppenhaus zu bauen. Was ist, wenn ich's. Was ist, wenn ich's. Ich spinne jetzt mal. Machen wir es mal da. Ach so, dann mache ich das hier kaputt. Ach Mann. Wie mache ich das am schlausten? Okay, ich glaube, die Halbdinger muss ich entfernen. Wahrscheinlich habe ich jetzt eine ganze Axt einfach allein nur durchs Probieren verschwendet. Rest in Peace, Axt, ne? He died for my Dummheit. So, pass auf, wir machen die Leiter jetzt einfach so. Können wir die gleich hier so machen? So. Nee, nee, da haben wir das Problem, dass wir hier wieder dort rauskommen, wo... Ja, genau. Warte mal kurz. Was ist, wenn ich jetzt hier eine Halbstufe mache? Eine Halbstufe... Nee, dann blockiert immer noch diese Scheiß da. Mann. Ach, aber von unten würde es passen. Gerade so. Scheinbar muss ich da noch mehr tricksen. Ich darf halt nicht hier rauskommen.
Ja, Rest in Peace, Axt. Nein, das ist falsch. Habe ich noch? Nein, ich habe keine Axt mehr. Super. Da. Hab so viel angeknabberte Äxte. Die muss ich alle mal. Pass auf, immer. Nein, nein, wenn ich das so mache, dann ist wieder diese Treppe kaputt. Ach Gott, ey, ist das ein Problem. Gleich mache ich da eine Leiter hin. Also, mal überlegen. Ich kann da nicht hin, weil. Weil hier das Ding ist, ne? Das Dach. Das heißt, ich muss das wahrscheinlich von hier hochbauen. Das Problem ist, wenn ich es von hier hochbauen will, ist das Dach hier. Ist dieses Fenster hier sinnlos. Tja, aber ich glaube, das wird nicht vermeidbar sein. Aber ich hätte halt am liebsten gerne die Treppe hier an der Wand, aber wie gesagt, dann habe ich hier das Problem, dass ich hier das Dach hier abschneiden müsste. Das ist auch nicht so geil. Warte, und was ist, wenn ich das vielleicht so mache, dass ich hier einen halben hinsetze? Ne, dann kommt man auch nicht hoch, das bringt auch nichts. Und wenn ich dann hier einen halben hinsetze und dann könnte ich ja hier die. Nein, es passt auch nicht. Das sieht alles so bescheuert aus. Weißt du was? Ich mache das jetzt so, dass ich hier. Nee, das sieht von außen. Fuck, jetzt bin ich da runtergefallen. Jetzt muss ich ja außen rumlaufen. Ach, das sind so die Feinheiten. Die Feinheiten des Hauses. Aber dann sieht's geil aus. Oder will ich die Dinge hier bauen? Nee, das sieht auch doof aus. Ah, ich musste schon hier bauen. Das. Ja, nee, ich musste schon schließen. Das sieht echt beknattert aus, wenn ich so mache. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch rechtlich Zeit. Okay, machen wir es anders. Ich mache das Fenster jetzt zu. Kein Bock mehr. Stirb, Fenster. So, ich muss das jetzt. Ich muss das so leider so machen. Ich kann es nicht ändern. So, weg mit dem ganzen Mist da, den ich da fabriziert habe. Glaubt ihr, wie ich nur sowas bauen kann? So, ist ja eine Katastrophe an die Menschheit. Kann ich der Menschheit nicht zumuten. Warte, was ist hier los? Ach so, jetzt bin ich hier. Verstehe. Verstehe. Das Spiel will mich weiter nerven. Aha, ich hab's verstanden. Ich hab's schon verstanden. So, und jetzt mache ich hier mal Folgendes. Jetzt tun wir das Gedöns mal dahin. Machen hier verdammt nochmal dicht. Und dann machen wir hier sowas rein, ja. Und da machen wir eine halbe hin. Okay, jetzt kommen wir nicht hoch, aber das ist mir jetzt auch egal. So. Gut, Deal with it heißt es jetzt, ja. Na also, passt doch. Jetzt sieht's okay aus. Jetzt machen wir das hier noch weg. Eigentlich könnte ich das Treppenhaus auch noch ein bisschen schöner gestalten. Da fehlen sogar die Fackeln. Meine Güte. Ups. Das können wir gleich verbinden. So. Aber meine Güte. Also das muss ich auch noch schöner gestalten, ja. Dass das Treppenhaus hier ein bisschen besser aussieht. So. So kann man es doch lassen, oder? Was meint ihr? Da noch das Holz hin tun. Ja, passt doch. So gefällt es mir. Gut, aber es gefällt mir nicht, dass hier die Leiter da steht. Oder wollen wir das so lassen? Hm. Naja, für gewöhnlich haben ja so Dachböden kein Fenster.
weil sie eben im Dach drin sind. Na gut, theoretisch kann ich hier so ein kleines Fensterchen machen. So einen kleinen Ausblick. Hier und hier. Aber mehr dann auch nicht mehr, ne? So, dann kann man hier vielleicht noch so eine Art. Na, wo ist meine Werkbank? Ach, da fehlt es auch noch an Fackeln. So. Dann machen wir da so eine Art Falltüre hin. So, dass das auch ein richtig gescheiter Dachboden wird. Jo, passt. Dann ist bloß die Frage, was tun wir hier hin? Vielleicht ein paar Truhen? Spinnennetze? Beides. Ja gut, Spinnennetze bräuchte man, müsste man mit einer Behutsamkeit-Axt abbauen. Aber ich glaube, wir machen da erstmal ein paar Truhen hin. So, das wird dann so eine Art, ja, Lager. Dachboden, Lager, whatever. So mit verschiedenen Kisten. Genau. Wir brauchen aber mehr Kisten. Nehmen wir das Fichtenstamm, weil das brauchen wir eh. Haben wir eh hauptsächlich gerade. So, jetzt bauen wir mal ein paar Truhen. Wo ist denn hier das Rezept für Truhe? Was ist denn das Fass? Es gibt Fässer? Fass, habe ich noch nie gebaut. Ein Fass. Können wir ja draußen platzieren. Ein Komposter. Naja, stimmt, da kann man so Sachen wie Setzlinge reintun, dass wir Knochenmehl rauskriegen. Ein Bognertisch. Bräuchte mal Feuerstein, Bognertisch, aha. Interessante Rezepte, aber wir wollen Truhen bauen. Viele Truhen. 14 Stück fürs Erste. Es werden wahrscheinlich noch mehr werden. So, ach, ist es neu, dass man da jetzt da. Weil früher war es so, da konnte man nicht so wirklich hochgehen, wenn da eine Falltür ist. Scheinbar haben die das geändert. Finde ich sehr gut, dass sie das geändert haben. Weil es war schon früher doch etwas nervig. So, jetzt hat da noch eine Truhe. Genau, und dann können wir da noch vielleicht noch eine Werkbank hinmachen, keine Ahnung. Dann machen wir dann auf der anderen Seite auch noch eine Werkbank hin. Ja, also hier so. Rein für die Optik. So. Und dazwischen drin können wir ein paar Eichenholzbretter hinsetzen. Da hinten zum Beispiel, dann da. Hier so, so. Das da hinten reißt mal ab, weil das passt nicht so ganz. Jetzt habe ich keine Axt dabei, da mache ich schnell mit der Hand. Dass das auch ein bisschen zu den Truhen passt, ja. So von der Optik her. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so verschiedene Holztruharten gibt, ja, dass man verschiedene Arten hat von Truhen, weil das ist ja hier alles Eichenholzfarbe, was die Truhen angeht. Ja, und theoretisch, wenn wir Spinnennetz, also so Spinnweben hätten, dann könnte man die da oben platzieren, hier so, ja. Dann hätten wir hier ein schönes Dach, Dingensen. Jetzt fehlen halt noch ein paar Fenster, aber die können wir ja später noch hinbauen, wenn wir Sand haben. Genau, dann zu dem hier. Was machen wir mit dem hier? Weiß ich gar nicht. Was macht man mit diesem Raum hier? Naja, das ist ja so ein Holzfäller. Was hat ein Holzfäller in seiner Bude? Also Werkzeuge hauptsächlich. Dann wahrscheinlich. Ja, dann machen wir da ein Arbeitszimmer draus. Dann machen wir. Nee, das ist ein Schlafzimmer. Wir machen da ein Schlafzimmer draus. Genau, hier pennt der Alte. Genau, dann machen wir das. Richten wir das hier ein bisschen kuschelig ein. Machen wir das Ganze ein bisschen gemütlicher.
Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich das hier auch aus Eichenholz mache, statt aus Birkenholz. Da brauche ich aber jetzt eine neue Axt. Ich hole mir jetzt mal eine neue Axt dafür. So. Damit das hier gescheit aussieht. Genau, hier pennt der Gute. So, was braucht ein Holzfäller? Er braucht eine Küche, wo er ja, wir bauen da einen Ofen hin. So, erstmal hier so einen Ofen. Jetzt müssen wir das ganze Zeug da reinlagern, was wir da überhaupt nicht brauchen. So. So, da haben wir ein bisschen Platz. Okay. Also, so ein Holzfäller braucht auf jeden Fall eine Küche. Dann würde ich sagen, machen wir da eine Küche hin. Dann machen wir das so eine Art. Ja, machen wir das ein bisschen steinernd. So, und dann brauchen wir noch. Ich glaube, ich brauche mal eine schnelle Werkbank. Hier oben ist ja noch eine Werkbank. So, dann machen wir hier mal. Habe ich noch solche Dinger hier? Keine Ahnung, machen wir einfach ein paar Stück. So. Dann ist das quasi eine. Halt so ein Ding zum Essen, ja, so. Nee, nicht zum Essen, sondern so zum Kochen, ja. Genau, der kocht dann da sein Erjagtes. Und dann brauchen wir noch so einen Tisch. Da gibt es, glaube ich, auch ein Rezept dafür, aber ich sehe es gerade nicht. Warte mal kurz. Birkenholz Druckplatte. Gibt es da bestimmt ein Rezept für so eine Art Tisch? Zeig mal hier alles an. Alles wird angezeigt. Kerze. Ach so, Kerze kriegt man aus Honig, ne? So eine Platte, eine Eisenfalltür wollen wir nicht. Ja, es gibt die Möglichkeit, so eine Art Tisch zu bauen, aber mir fällt das Rezept gerade nicht ein. Wahrscheinlich, weil ich nicht die passenden Sachen dafür habe. Deswegen zeigt mir das auch gerade nicht an. Nehmen wir mal das hier mit. So, vielleicht kriegen wir jetzt mehr vorgeschlagen. Was ist das? Weißer Farbstoff. Nein, 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 das bringt mir alles nichts. Webstuhl. Okay, dann mache ich es anders. Dann mache ich das anders. Also hier ist sein Grillplatz, ja. Hier grillt er sein Zeug. Essen tut er sein Zeug wahrscheinlich in der Nähe von dem Ding, weil sonst wäre es blöd, wenn er hier immer einen halben Marathon laufen muss, nur um sein Zeug hier zu essen, hier zum Transportieren zu bringen, zum Essen. Pass auf, wir machen jetzt hier mal so eine Art Birkenzaun. Das, ja, machen wir hier, dass er seinen Tisch hier vor dem Fenster hat. Dann haben wir dann noch so eine Birkenholzstufe. Was ist eigentlich besser, wenn wir da so eine. Nee, 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 das sieht doof aus. Das machen wir hier gleich weg. Sowas wollen wir hier nicht. So, haben wir da noch. Ja, wir haben da noch. Sehr gut. Dann machen wir das mal so, dass wir so eine Art Druckplatte machen. Damit das seinen Tisch zum Essen. Genau. So. Weil er natürlich gerne allein, nicht gerne alleine isst, machen wir noch einen zweiten Tisch hin. So, und dann brauchen wir noch so Stühle. Die können wir auch mit diesem Birkending machen. Ja, es sieht dann super aus. Gefällt mir. Soweit. So, dann brauchen wir zwei von diesen Stufen. Da werden ja immer automatisch vier erzeugt dadurch. So, das kann man dann. Na, machen wir hier noch so ein Ding hin, damit das alles auch schön passt. So, dann brauchen wir noch zwei. Jawohl. Gut.
Ja, dann kann er hier essen und die Schweine beobachten, nebenbei. Ja, hier grillt er, hier isst er sein Zeug. Braucht er nur so einen Schlafplatz. Die Frage ist, wo kann er am besten pennen? Also hier, das ist ja alles Küche. Er will schon in der Küche pennen. Dann sollte man das hier alles abtrennen. Dann machen wir hier so eine Art Wandtrennen-Dingens. Das ist jetzt direkt bei der Leiter, das war ja klar. Das war ja klar, dass das wieder direkt bei der Leiter ist. Sowas kann aber auch nur mir passieren. Oh Mann, okay, dann machen wir das alles nochmal weg. Sieht aber auch dann, glaube ich, nicht so schön aus, wenn wir das so machen. Aber ich muss da wieder ein bisschen rumprobieren, bis wir das richtig haben. So, das ist jetzt das letzte Eichenholz, was wir noch zur Verfügung haben. Dann können wir da die Treppe hinbauen. Die Tür meine ich. So, dann machen wir hier das Schlafzimmer. Aber es ist natürlich sehr gefährlich, wenn man hier runterfällt. Deswegen mache ich hier mal so eine Leiter hin. Und dann könnte man hier ein Bett hinbauen, theoretisch. Ja. So eine Art, keine Ahnung. Hier kann er sein Bettzeug lagern, da oben. Naja, wobei, das passt nicht so ganz mit der Farbe. Nehmen wir doch da lieber das Eichenholz. So, bauen wir da mal zwei von denen hier. Genau, da tut er sein Bettzeug, seine Kleidung lagern hier oben einfach, ja. Und hier soll dann das Bett hin. Genau, theoretisch kann man das auch noch so hier rüber. Damit er da viel mehr Platz hat, da oben, ja. Von mir aus auch so noch rüber. Das selbstverständlich passt das jetzt nicht mehr so ganz von den Materialien her, aber so stelle ich es mir dann vor, ja. Der kommt dann hier hoch nach einem harten Arbeitstag. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Oh, ich brauche Rente. So, er zieht sich hier oben, holt sich da oben seinen Pyjama raus, zieht ihn an, legt sich da pennen. Ja, am nächsten Morgen geht er dann frühstücken, geht er hier rüber, brät sich sein Wildschwein, was auch immer, setzt sich da hin, chillt eine Runde, ja. Und dann sagt er, ja, jetzt geht's ab in die zur Arbeit. Dann geht er hier runter mit sehr viel Willen, bereit. Nimmt sich seine Werkzeuge, seine Materialien aus den Kisten hier und fängt dann auch an zu arbeiten. Genau so macht er das. Und da haben wir auch schon noch eine übrig. Das ist super. Dann können wir das hier gleich fertig bauen. Jawohl. Genau. Und wenn er irgendwie mal sein Zeug, und hier unten tut er seinen ganzen Holz lagern. Ja, das müssen wir hier noch fertig bauen. Haben wir noch Zeit dafür? Ich glaube schon. Tun wir da noch ein paar Kisten hin. Ich glaube, ich muss das doch noch eins breiter machen, weil ich hätte es schon gerne so, dass wir da gescheit hinkommen mit den Truhen. Weil das wird ein riesiges Lager jetzt, ha? Und im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zu unserer Hauptbase. Oder wir gehen wieder in den Nether, genau. Wir gehen im nächsten Part in den Nether und holen uns wieder ein bisschen Netherrack. Netherrack. Und vielleicht erkunden wir den Nether ein bisschen sorgfältiger. So. So. Eigentlich können wir das auch so machen. Dann hat es einen besseren optischen Stil. Dann hier können wir das noch öffnen, wenn da was droben ist. Ja. Aber ich glaube, ich hätte es lieber so, dass es noch ein bisschen weiter oben ist. Jetzt muss ich das alles noch mal wegmachen.
Pass auf, das machen wir jetzt so, dass es hier oben ist. Dann können wir da oben nämlich noch eine Kiste hinsetzen. Aha, die wir nicht öffnen können. Geil! Außer wir machen es vielleicht so, dass wir... Moment, ich muss da jetzt ein bisschen rumprobieren, dass wir hier noch eins hochgehen. Aber ich glaube, ich weiß schon, was ich im nächsten Part mache. Da mache ich das Ganze hier ein bisschen schicker. So vielleicht, ja. So, wie viele Minuten haben wir noch? 10 Minuten haben wir noch. Alles klar. So. So, da, da, da. Nein, jetzt habe ich das... Ach Gott, das habe ich doch gerade entfernt. Okay, mach das hier nochmal weg. So, aber ich brauche, glaube ich, mehr Kisten, um das Ganze etwas besser zu gestalten. Aber so soll es dann ungefähr aussehen. Ja, hier kommt dann das ganze Holz rein, was der Holzfäller sammelt. Ist zwar blöd, dass ich hier immer durchs Treppenhaus gehen muss, aber mein Gott. So ist es halt. Ich wollte Kisten machen, genau, das war's. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wollte ich hier oben machen? Es sind die Kisten. Es sind die Kisten. Da sind die Kisten. 12 Stück, ja, machen wir mal. So. Genau. So gefällt's mir. Dann machen wir das hier auch noch. Hier kommen wir direkt in den Gang rein. Da müssen wir den Gang etwas schmaler machen. So, genau das machen wir hier genauso wie hier. Dann müssen wir das hier entfernen. Man hört ja so eine Mischung aus Wasser und Lava. dann da. Und dann fehlen noch die Stufen. Sonst fliegt ja die Truhe. Okay. Dann zu dieser Wand hier. Das machen wir. Warte mal kurz. Hier, da. Eigentlich kann man hier die Wand ein bisschen in die Richtung bauen. Man hört hier die Lava schon ziemlich heftig, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Video hören könnt, aber ich höre gerade ziemlich krass die Lava. So. Gut, dann machen wir dann hier die Wand hin. Dann kommt Kiste Nummer 1. Die Wand dahinter machen wir auch noch weg. So. Dann kommt das dahin. Hier kommt die kommen weg. Da kommt die Kiste hin, aber vorher müssen wir noch den Hintergrund entfernen.
So. Okay, und jetzt dann noch so, dass die Cobblestones auch schön aussehen. Ich denke mal, ich mache das noch fertig und dann beenden wir den Part auch. Der Zukunftskevin wird sich wieder freuen, das hier alles zu rendern. So, da oben sieht man noch was. Das muss auch weg. Okay. Gut, theoretisch kann man hier noch eine Kiste reinpressen. So wie es auf der Seite ist. Ach, diese Ruhe. Ich habe die Musik übrigens deaktiviert noch, weil ich eben im letzten Part eben diese Fallout New Vegas Musik abgespielt habe lassen. Aber die wird man wieder aktivieren. Die gute alte Minecraft Musik. Ach ja. Machen wir das mal hier alles zu Fichtenstamm, dass wir hier mehr Truhen herbekommen können. So, die kommt gleich weg. Ich brauche nur mehr Truhen. Wo haben wir denn Truhen? Gib mir Truhen da. Machen wir mal 12 Stück. So. Dahin. Achso, mehr von diesen Half-Dingern brauche ich auch noch. Machen wir mal 12. So, dann kommt das so hin. Die Rückwand kommt weg. Da habe ich noch Bruchstein, das muss dahinter hin. Warte, ja, doch, das passt. Dann da, die Wand muss hin. So. Okay, ach, Entschuldigung, ich räusper dauernd und schalte mich nicht stumm. Das muss ich mir echt angewöhnen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt manchmal nicht verkneifen. Manchmal kommt es einfach raus und ich bin zu langsam dann dafür. So. Jetzt haben wir es ja gleich. Da und da. Der kommt weg. Nicht so ganz. So, hier, so. Gut, dann könnte man da noch eine Kiste reinquetschen und dann sollte es auch passen. Gut, theoretisch könnte man hier auch. Ah ja, hier ist unser Portalraum. Ah, irgendwie gefällt mir das, wie man das hier so sieht. Hat was. Ich glaube, ich lasse es so. Es sieht echt super aus. Das ist zwar ein Geheimraum, aber theoretisch könnte man diesen Raum hier auch geheim machen. Ja. So, dann könnte man hier noch eine Doppelkiste hinbauen und dann reicht es dann auch. Dann sind wir fertig für heute. Ich glaube, ich überziehe eh schon. Ja, ein bisschen überziehen tue ich. Aber das macht ja nichts. Soll ich ja nicht schaden. So.
So, dann dahin. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Doch, eine habe ich noch. Sehr gut. So, dann noch das da oben. Ich hoffe nur, dass wir nicht unsere Treppe kaputt machen. Dann dahinter, ne? Nee. Kann man da nicht. Doch, so. Okay. Gut, dann so. Dann noch da die Decke. Gut, damit ist unser Lager fürs Erste fertig, aber ich denke mal, wir werden das in Zukunft sowieso noch wahrscheinlich etwas größer machen. Je nachdem, wie viel Holz unser alter Holzfäller-Freund sammelt. Gut, dann beende ich den Part auch für heute. Vielleicht können wir im nächsten Part hier noch das Treppenhaus ein bisschen schöner gestalten und in den Nether gehen. Und ja, dann noch vielleicht ein paar Türen hinbauen und dann noch Netherrack sammeln und beziehungsweise Lava, dass wir hier das auch richtig schön düster gestalten können, diesen geheimen Portalraum. Und ja, jetzt haben wir einiges erreicht hier. Wir haben unsere Hütte ein bisschen verschönert. Ja, haben uns darum gekümmert, dass es nicht so hässlich aussieht mit dem Treppenraum. Haben das gelöst. Haben hier ein schönes Schlafzimmer gemacht. Haben hier so eine Art Dachboden gebaut, ja. Und jetzt sieht auch unsere Hütte ganz nett aus. Damit kann man doch arbeiten. Wortwörtlich. Und ja, wie gesagt, im nächsten Part werde ich den Portalraum und den Keller ein bisschen fertig machen. Und wir werden Nether im Nether sammeln. Dann zeige ich euch noch ein Abschlussbild von unserem Haus, wie es aktuell aussieht. Und ja, dann sage ich. Oh Gott, das hier. Oh Gott, warte mal kurz. Das hier mache ich noch schnell weg. Das geht ja gar nicht. Das muss schnell weg. Habe ich da überhaupt noch? Nein, okay. Ja, dann brauche ich mehr Eichenholz. Okay. Ja, dann muss ich hier noch was regeln. Okay. Dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Und ja, wir machen Fortschritte. Ich bin gespannt, wie es dann dazu kommen wird, wenn unsere Abstimmung vorbei ist. Gut, bis zum nächsten Part. Bis dann, euer Janka. Ciao.